Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir müssen das Hebelgesetz mal noch zu Ende verstehen. Was sagt denn das nochmal, das Hebelgesetz aus? Das wissen wir noch nicht, deswegen wollen wir es ja verstehen. Aber wir wissen schon mal so ein bisschen was, zum Beispiel was das Ziel ist. Das Ziel ist rauszukriegen, wie groß ist der Massenanteil an Feststoff und Schmelze in irgendeinem Punkt, den wir hier kennen. Aber halt nur über die Konzentration der Komponente B insgesamt. Was wir an dieser Stelle nicht wissen, ist, wie groß ist der Anteil an Feststoff und Schmelze. Das wollen wir rauskriegen. Wir hatten schon Folgendes rausgefunden. Wenn man sich so eine Isotherme in diesem Diagramm anschaut, also eine Kurve, bei der entlang dieser Kurve bzw. gerade die Temperatur immer gleich ist, dann können wir schon mal sagen, es gibt hier also diesen Punkt C0, der uns interessiert. Der liegt auf der Isotherm mit dieser komischen Temperatur T tilde, welche auch immer, ist für die Geschichte egal. Und wenn ich hier links diese Linie verlängere bis auf die Solidus-Linie, dann komme ich auf eine Konzentration B, die entspricht der Konzentration eines reinen Feststoffs meines Systems. Und hier haben wir eine Konzentration CB bei dieser Temperatur, die entspricht einer reinen Schmelze. Weil das jetzt hier sehr bunt und unübersichtlich ist, male ich das Ganze nochmal hin. Also was wissen wir jetzt schon? Wir haben dieses Diagramm. Dieses Diagramm zeigt uns, dass das System sowohl fest als auch flüssig komplett ineinander löslich ist. Wir können also nicht die Feststoff- und Schmelzeanteile der Einzelkomponenten bestimmen. Wir können nur was über das gesamte System sagen. Uns interessiert dieser Punkt C0 bei irgendeiner Temperatur T tilde. Und wenn man das Ganze verlängert, dann kommen wir hier auf eine Konzentration, die entspricht einer reinen Schmelze. Und wir kommen hier auf eine Konzentration, die entspricht einem reinen Feststoff. Wobei wir auch da noch nicht wissen, wie groß sind jetzt also hier entsprechend die Anteile des Feststoffs und der Schmelze bei genau dieser Temperatur T tilde. Das wissen wir also noch nicht. Wir haben aber schon rausgefunden, es muss auf jeden Fall gelten die Massenerhaltung. Das bedeutet, egal was ich da jetzt mit den Temperaturen mache, ich kann davon ausgehen, dass wenn ich die jeweilige Menge an Feststoff addiere mit der jeweiligen Menge an Schmelze, komme ich immer auf die konstante Gesamtmasse des Systems. Also M Gesamt muss konstant sein, weil er nichts reintropft oder rausfließt. Und jetzt gibt es noch etwas Zweites. Und zwar muss ja jetzt der Anteil jeder Komponente konstant sein. Konstant sein. Wie ist das zu verstehen? Schauen wir uns das mal an. Wenn wir jetzt sagen, wir haben insgesamt ein System, das hat die Masse M gesamt. Und das multiplizieren wir mit dem C0, was wir da haben. Was kriegen wir denn dann raus? Dann kriegen wir doch im Prinzip raus, dass das M gesamt das gleiche ist wie die Masse an Komponente B durch die Gesamtmasse. Denn genauso ist ja nun mal die Konzentration CB definiert. Das heißt, wir wissen also, wir haben eine Masse der Komponente B. So, und diese Komponente B, die wir uns jetzt anschauen, die hat also eine Masse B. Und diese Masse B, die muss insgesamt konstant sein, wenn ich da jetzt irgendwie mit der Temperatur rumfurche. Das heißt also, wenn ich mich irgendwie in dieser Richtung bewege. Was heißt das denn? Das heißt doch, dass ich einen Massenanteil habe an Schmelze. Massenanteil an Schmelze und einen Massenanteil an Feststoff. Und wenn ich den jetzt multipliziere mit dem Anteil an Feststoff von B, beziehungsweise Anteil an Schmelze von B, dann kommt auch da am Ende des Tages Folgendes raus. Das hier ergibt jeweils immer die Masse an Schmelze von B und das hier ergibt die Masse an Feststoff von B. Warum? Weil wir eine insgesamt in dem System vorhandene Menge an Schmelze haben und eine insgesamt vorhandene Menge an Feststoff von B und die ergeben zusammen ja die Gesamtmasse des Systems, wenn man sich das jetzt hier anguckt. Wenn ich jetzt aber die Gesamtmasse an Feststoff und Schmelze
multipliziere mit dem jeweiligen Konzentrationsanteil von B, dann kriege ich doch immer spezifisch raus, wie viel Schmelze von B und wie viel Feststoff von B habe ich denn. Und das muss doch das gleiche sein, wie hier diese resultierende Mischung C0 multipliziert mit M Gesamt, weil das ergibt ja dann die Gesamtmasse von B. Also Schmelze von B plus Feststoff von B muss Masse B sein und das ist unabhängig von der Temperatur konstant. Das Einzige, was sich verschiebt, ist ja, dass wenn ich zum Beispiel mehr Feststoff habe als Schmelze, das Ganze erstarrt oder andersrum, ich mehr Schmelze als Feststoff habe, das Ganze auch schmilzt. In Summe habe ich aber immer nur eine Phasenverschiebung, die Gesamtmenge der Komponente bleibt gleich. Und global betrachtet ist es so, dass die Gesamtmenge des Systems auch gleich bleibt. Wenn man das also soweit verstanden hat, ich also merke, wenn ich mich hier in dieser Achse in der Temperatur bewege, dann ändere ich die Gesamtmasse an B nicht und ich gleichzeitig diese beiden Stützpunkte habe, die mir anzeigen, das ist die Konzentration eines reinen Feststoffs B, das ist die Konzentration einer reinen Schmelze B, das multipliziert mit dem Anteil an Feststoff und Schmelze in meinem Mischpunkt ergibt jeweils, dass auch die Menge der Komponente bzw. die Masse jeder Komponente konstant sein muss für verschiedene Temperaturen, dann komme ich also zu einem einfachen linearen Gleichungssystem. Das muss man sich vielleicht ein- oder zweimal angucken, um es zu verstehen und dann hat man aber, glaube ich, eine Idee, wie das funktioniert. So, wenn ich mir jetzt also diese beiden Gleichungen anschaue, dann stelle ich doch fest, dass ich jetzt hier drei Unbekannte habe, nämlich die Masse an Feststoff in meinem System, die Masse an Schmelze in meinem System, die mich interessiert, und die Gesamtmasse. Jetzt habe ich glücklicherweise ja nicht nur eine Gleichung, sondern zwei. Das heißt, ich könnte zum Beispiel die Gleichung 1 mal nutzen, um die Gesamtmasse in 2 zu eliminieren. Was bleibt dann da stehen? Die Konzentration, jetzt hat sich das hier ein bisschen zu stark verschoben, die Konzentration von Schmelze der Komponente B mal der Masse an Schmelze insgesamt plus die Konzentration des Feststoffs der Komponente B, also einfach nur diese beiden Stützpunkte hier, multipliziert mit der insgesamt vorhandenen Menge an Feststoff B, an Feststoff insgesamt, Entschuldigung, ist gleich. Das M Gesamt müssen wir jetzt eliminieren, also Masse Schmelze plus Masse Feststoff mal C0. Jetzt kann ich diese Gleichung nehmen und mache im Prinzip nur noch Mathematik. Das heißt, ich multipliziere das Ganze rechts mal aus und stelle dann fest, hier steht ms mal C0 plus mf mal C0. Was kann ich jetzt machen? Ich klammere die Massen mal aus. Das heißt, hier würde ja stehen ms auf der linken Seite, cs, dieses ms muss ich rüberziehen, minus C0 ist gleich mf mal, das C0 bleibt stehen, das muss ich rüberziehen, minus CF. Und dann bin ich auch schon fast am Ziel meiner Bemühung. Denn zum Beispiel kann ich jetzt ja MF minus MS gleichsetzen mit CS minus C0. Das heißt also, ich teile hier durch MS, um das rüberzuziehen. Und ich teile durch diesen Ausdruck und habe dann am Ende da stehen C0 minus CF. Und jetzt bin ich fertig. Ich habe das Hebelgesetz gefunden. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht noch nicht so richtig so erscheint. Gehen wir mal davon aus, irgendjemand spuckt jetzt hier so ein Diagramm aus und sagt, wie groß ist der Anteil an Feststoff und Schmelz in diesem Punkt. Dann habe ich mehrere Stützpunkte, die mich interessieren. Ich habe die Konzentration der Komponente B, die sich, wie wir hier gesehen haben, zusammensetzt aus Schmelze und Feststoff in diesem Punkt. Und ich habe die Stützpunkte für einen reinen Feststoffanteil der Komponente B und einen reinen Schmelzeanteil der Komponente B am Gesamtsystem. Und diese drei Stützpunkte, die kann ich da einsetzen. Wenn ich die da jetzt einsetze und da kommt beispielsweise, um das Ganze mal nochmal abzuschließen, raus 0,5. Dann bin ich doch fast am Ziel. Denn wenn ich jetzt weiß, MF durch MS muss 0,5 sein, was sich aus der gegebenen Temperatur und dem C0 aus meinem Zustandsdiagramm ergibt, dann kann ich doch ein Verhältnis von Feststoff und Schmelze aufstellen. Und jetzt kann ich ja auf die Idee kommen, mal mein Gesamtsystem zu wiegen. Das geht ja von außen.
Und ich komme dann zum Beispiel auf ein Gewicht von 300 Kilo, ist also eine Riesenprobe, ist aber für die Geschichte auch egal. Da muss ich jetzt ja nur noch ein bisschen Mathematik machen, weil jetzt muss ich rauskriegen, dass irgendwie MF plus MS insgesamt 300 sein soll und der Quotient von den Seiten, von den beiden ist 0,5. Ne? Man ahnt schon so ein bisschen, worauf läuft das jetzt hinaus. Wenn wir also dann zum Beispiel sagen, MF ist gleich 0,5 MS und setzen das hier ein, dann bleibt da ja am Ende stehen 1,5 MS, also das hier eingesetzt, ist gleich 300. Das heißt also, die Masse meiner Schmelze sind genau 200 Kilogramm, bleibt für den Feststoff noch 100 Kilogramm übrig. Und wenn ich das ins Verhältnis setze, dann passt es auch wieder. Die Masse an Feststoff durch die Masse an Schmelze ergibt 0,5 oder andersrum. In diesem bestimmten Punkt habe ich doppelt so viel Schmelze wie Feststoff. Ich kann also entweder mir über die Erhaltung der Masse des Gesamtsystems und der Komponente über verschiedenen Temperaturen das Hebelgesetz selber herleiten und anwenden. Oder ich merke mir, dass es also insgesamt dieses Hebelgesetz gibt, um den Feststoff- und Masseanteil in zwei Komponentensystemen zu bestimmen, die ineinander löslich sind. Und damit soll es dann mit dem Hebelgesetz an dieser Stelle auch gut sein.